Ja, moin und servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem VP Clan Channel, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Alex, aka VP Shotty. Im Hintergrund seht ihr wieder ein Nuklear Gameplay. Das Ganze mal wieder von den lieben VP Stump, der spielt. Ohne Scheiß, Kerl, du bist einfach so ein krasses Biest, Mann. Ohne Witz, es gab mal die Beta und du pimmst dir eine verdammte Nuklear nach dem anderen raus. Ich glaube, es ist jetzt schon deine vierte oder so, ich weiß es jetzt nicht. Aber die dritte offizielle hier auf unserem Channel. Und ohne Witz, geht auf seinen Channel, Mann, und abonniert diesen Kerl, Alter. Er lädt die ganzen Gameplays auch hoch. Und ohne Witz, abonniert den Kerl. Er hat sowas von verdient, ey. So ein krasser Gameplay-Spieler. Ein, zwei Sätze noch zu Call of Duty Black Ops 3. Also die haben da ein richtig geiles Spiel entwickelt. Also mir macht Spaß, ich glaube, euch macht es genauso Spaß. Und das Einzige, was ich negativ aufgreifen kann, ist, dass das Ganze mal wieder ein Leitungsspiel ist. Aber naja, war ja Black Ops 2 genauso. Aber für mich ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn man nicht so eine gute Leitung hat, dass man da eine Nukleare reißt. Also ich war schon auch ein paar Mal kurz davor. Aber da gibt es halt wieder meistens die Situationen, wo halt der andere eine bessere Leitung hat, also einen besseren Ping. Und dann haut er dich einfach von hinten weg oder von der Seite oder du verlierst jeden Gunfight. Ist ja wurscht, man gewöhnt sich dran. Dafür hat man ja auch das schöne Perk, beziehungsweise das extra an der Waffe hier schnell ziehen für solche Situationen. Naja, fangen wir mit dem Thema an. Also ich habe in den Kommentaren gelesen, also nicht nur hier, auch, sondern auch woanders, die halt eine Nuklear hochgeladen haben, dass halt viele sagen, dass die Schwitzer Black Ops 3 kaputt machen. Also meiner Meinung... Willst du meine Meinung hören? ja. Scheiße. Nee, egal. Alter, geiles Geräusch, was ich da machen kann. Also, ich finde es totaler Bullshit, weil wenn ich zum Beispiel allein spiele, schwitze ich genauso auf Nuklears oder auf Gameplays oder wenn ich eine 6-Mann-Party spiele, dann erst recht. Also, ich liebe es in einer 6-Mann-Party, einfach den Gegner in seinen eigenen Spawn so richtig zu zerficken, zu fisten. Also, das macht mir persönlich Spaß. Da weiß ich nicht, warum dann andere sagen, hey, es macht überhaupt gar keinen Spaß und so, ihr macht Black Ops 3 kaputt und so. Digga, Mann. Wenn ich da Spaß daran habe, dann mache ich das so. Und nicht anders. Also ihr könnt auch gerne mal eure Meinung jetzt mal unten reinschreiben. Also jetzt nicht hier, ne, voll draufhauen, sondern wir bleiben jetzt hier mal ganz sachlich, meine Freunde, gell? Ganz sachlich. Ihr seid da genauso Schwitzer, beziehungsweise Gameplay-Spieler oder die Bock haben auf Nuklears zu spielen. Weil, ohne Witz, es macht doch einfach nur Spaß so. Und wie die Leute jetzt die andere beschimpfen, hey, ihr macht Black Ops 3 mit solchen Gameplays kaputt. Ey, packt euch mal an eure Nase und schafft erstmal so ein Nuklear-Gameplay. Das schafft auch noch nicht jeder. Ey, du brauchst eine gute Leitung, du brauchst gutes Aim, du brauchst alles, Mann. Klar, du musst auch ein bisschen schwitzen, aber es gehört halt einfach dazu zu Call of Duty. Ist halt einfach mal so, ne? Und ihr wollt ja auch bei jedem Commentary ein gutes Gameplay im Hintergrund sehen und nicht irgendwie so ein Team Deathmatch 29 zu 13 oder sowas. Ihr wollt ja gutes, krasses Gameplay im Hintergrund haben. Das soll ja euch unterhalten. Ihr wollt ja nicht nur was hören, sondern auch was sehen. Ihr wollt ja auch was für die Augen haben. Und dementsprechend wird es halt weiterhin auf unserem Kanal nur noch krasse Gameplays geben, also unter Nuklear, DNA, Cam, Strike etc. Bei uns gibt es halt nur die krassen Gameplays und wen es halt nicht passt, der muss halt woanders irgendwo vorbeischauen. Nein, bleib hier! Alter, ich feier es so. Naja, weiter geht's. Das ist halt einfach unser Gameplay-Standard und der wird sich halt leider nicht ändern, meine Freunde. Also, ihr müsst damit leben und wir leben ja damit auch ganz gern. Und ja, im Hintergrund läuft das Gameplay jetzt ein bisschen schneller, weil der lieber Stump da ein bisschen defensiver gespielt hat und das Ganze sich ein bisschen in die Länge gezogen hat, aber im nächsten Video ist er wieder aktiv am Start, sprich er ist ein bisschen flotter unterwegs. Das war es jetzt eigentlich mit meiner Meinung dazu. Ihr könnt da ruhig mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr jetzt von diesem Thema so haltet. Also jetzt kein Hate auslösen, ne, meine Freunde. Man kann alles ganz in Ruhe und gechillt darüber diskutieren und reden, ne. Dann nochmal ein fettes Lob an Stump, Digga. Du bist so ein krasses Biest, Mann. Also dank dir kommt jetzt hier jedes Video mit einer Nuklear im Hintergrund. Also ohne Witz, mach weiter so. Du schaffst bestimmt noch deine 200, 300 Abonnenten. Also ohne Witz, abonnier den einfach. Ja, wenn wir schon gerade beim Pushen sind, teilt das Video, teilt den VP-Clan-Channel, sagt allen euren Freunden Bescheid, dass auf unserem Channel hier Call of Duty Black Ops 3 Nuklear-Gameplays zum Sehen gibt, mit freshen Kommentatoren und etc. Also immer schön teilen und liken und ihr wisst Bescheid, oder? Müssen wir jetzt nicht viel darüber reden. Und ja, da würde ich mal sagen, schaut, ihr könnt auch gerne bei mir auf dem Channel vorbeischauen, weil momentan, ne, Call of Duty Black Ops 3, das heißt, ihr braucht unbedingt einen SCAF-Controller, das heißt, ihr müsst auf meinen Channel gehen, meine Tutorials anschauen und euch euren eigenen SCAF-Controller bauen, damit ihr so gut aimen könnt wie der Alex AKV Pischotti und der Rest der Welt, ne? Ja, meine Freunde, das war's wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da oder auch nicht, mir egal. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Alex AKV Pischotti. Ciao.